Wie graviert man Kunststoffe? Welche Kunststoffe lassen sich am besten gravieren? Welche Farben nimmt man dazu am besten? Und welche Kunststoffe sollte man tunlichst nicht gravieren? Und natürlich auch, mit welchem Laser kann man das am besten gravieren? Denn es gibt natürlich unterschiedliche Laserbauarten, zum Beispiel einen CO2-Laser, einen Diodenlaser, einen Infrarotlaser, einen Phasenlaser. Und das schauen wir uns mal in diesem Video an, welcher Laser sich dafür am besten eignen würde. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de. Gleich zu Beginn gibt es, wie sonst auch immer, einen kleinen Disclaimer. X-Tool hat mir hier diesen F1 Dual Laser Engraver zur Verfügung gestellt. Da ist kein weiteres Geld geflossen. Die einzigste Bedingung war, ich mache 4 Videos über das Teil und zeige euch, was ihr damit alles anstellen könnt. Es ist auch an sich ganz cool, was man damit anstellen kann. Das sehen wir gleich im Video nochmal, wozu denn der andere Laser da hier drin verbaut ist, dann entsprechend verwenden kann. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, tragt bitte immer Schutzausrüstung, wenn ihr dieses Teil benutzt. Entweder hier hinten einen Filter drauf packen oder eine Atemschutzmaske und eine Brille an oder hier halt entsprechend das Visier runter, damit eure Augen und eure Lungen entsprechend geschützt sind. Soweit zu den Disclaimern und dann fangen wir erst einmal an. Welche Kunststoffe kann man denn grundsätzlich gravieren? Nun, im Internet gibt es da einige Hinweise drauf, also auch einige Seiten, die das gut beschreiben. Und da wird dann häufig von ABS und zum Beispiel von Acryl gesprochen, die sich wirklich bedenkenfrei gravieren lassen. Ich habe jetzt hier auch noch mit PLA gearbeitet, das funktioniert auch wunderbar. Zumindest mal, wenn es schwarz ist. Wenn es Silber ist, funktioniert das Ganze nicht so gut, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich habe hier verschiedene Materialien, verschiedene Oberflächenstrukturen und sowas in Richtung getestet, um euch das mal zu zeigen. Was ihr auf jeden Fall tunlichst vermeiden solltet, ist PVC zu gravieren. Denn da entsteht Dioxin, Salzsäure, Vinyl, Dichlorid und solche Sachen, die dann echt schon krebserregend oder giftig sein können, wenn die in die Luft kommen und ihr die dann einatmet. Das solltet ihr also in der Hinsicht berücksichtigen. Und wenn ihr nicht wisst, aus welchem Kunststoff zum Beispiel mal so ein Material ist, dann würde ich es an der Stelle lieber lassen und sagen, okay, ich graviere das Teil jetzt nicht, statt jetzt auf Biegen und Brechen komm raus, da irgendwas zu gravieren, was dann entsprechend vielleicht später gesundheitsschädlich sein könnte. Das nur als kleiner Hinweis. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Boron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Und damit machen wir mal weiter, welchen Laser wir denn dafür überhaupt am besten benutzen. Es gibt ja CO2-Laser, es gibt Phasenlaser, es gibt Diodenlaser, es gibt einen Infrarotlaser. Und genau der Infrarotlaser ist auch hier im X-Tool F1 verbaut, neben einem 10 Watt Diodenlaser. Das heißt also einmal 10 Watt blauer Diodenlaser ist mit verbaut und einmal ein 1 Watt Infrarotlaser. Und genau dieser 1 Watt Infrarotlaser hilft uns hier ziemlich gut, diese ganzen Beschriftungen zu machen. Der Grund dafür ist ganz simpel. Mit den 1064 Nanometern, die der Infrarotlaser als Wellenlänge hat, ist er eigentlich perfekt geeignet zur Beschriftung von Kunststoffen, aber auch von Metallen. Ein Phasenlaser, der auch auf 1064 Nanometern basiert, der ist natürlich viel besser geeignet zum Gravieren von Metallen, weil er viel mehr Kraft hat. Aber für unsere Sachen hier reicht es durchaus aus, mit dem Infrarotlaser, der hier drin verbaut ist, die Kunststoffteile zu gravieren. Und wie ihr gleich sehen werdet, kommen die Kunststoffteile damit auch wunderbar raus. Was wir hiermit nicht machen, ist einfach Kunststoffteile zu zerschneiden, sondern wir verdampfen quasi die Oberfläche von so einem Kunststoffteil. Das heißt also, wir entziehen quasi diesem Objekt die Farbe, indem wir halt die oberste Schicht quasi verdampfen lassen, indem die Farbpartikel drin sind und übrig bleibt dann quasi eine weiße Schicht. Das ist quasi technisch gesehen das Geheimnis, was hinter Kunststoffgravierungen steckt. Und jetzt kommen wir mal zu den Materialien, die ich alle getestet habe. Ihr seht schon, ich habe hier so einen silbernen Coin gedruckt.
geguckt, da habe ich einmal eine Versionsnummer drauf gedruckt, graviert und habe nochmal entsprechend geguckt, habe ein paar Einstellungstests gemacht und man sieht hier auch, dass der Infrarotlaser durchaus Kraft haben kann, um das Kunststoff ordentlich zu schmelzen, wenn man es dann richtig ausreizt. Aber man kann es auch erreichen, dass dann hier so eine schöne weiße Schrift zu erreichen ist. Ich blende euch gleich nochmal ein bisschen B-Roll ein. Und das funktioniert ganz okay. Es reicht halt nur nicht aus, um einen QR-Code lesbar auf das Objekt zu gravieren. Das heißt also, wenn ich diesen QR-Code, den ich da drauf graviert habe, jetzt gerne einlesen möchte, dann funktioniert das nicht hundertprozentig. Ich habe das jetzt mit dem iPhone, was ich noch hatte, ich habe das mit der Webcam am Computer probiert und ich habe das am Graphene OS Handy probiert, weil ich wissen wollte, wie die einzelnen Kameras unter verschiedenen Lichtbedingungen funktionieren und alle drei haben den QR-Code nicht erkannt. Das ist natürlich entsprechend schade, weil man den doch mit dem menschlichen Auge doch relativ gut erkennen kann, aber halt die Kamera das Ganze nicht erkennen kann. Denn so ein QR-Code braucht natürlich auch einen gewissen Kontrast, der da entsteht, damit man das lesen kann. Das heißt also, wenn ihr so einen silbernen PLA-Druck oder einen ABS-Druck oder sowas in der Richtung habt und ihr sagt, okay, ihr müsst jetzt nicht unbedingt irgendwas haben, was einen bestimmten Kontrast hat, damit es eingelesen werden kann, dann kann das für euch auch durchaus ausreichen, zum Beispiel hier so eine Versionsnummer einzugravieren oder sowas in Richtung. Hat für meine Drucke in den Make-up-Blocks auch vollkommen ausgereicht. Und in verschiedenen Kunststoffen, in verschiedenen PLA-Varianten oder auch ABS-Varianten habe ich jetzt schon gemerkt, dass sie je nach Zusammensetzung unterschiedlich von der Oberfläche her reagieren. Das heißt also, mal wird die Farbe entzogen und es bleibt eine weiße Schicht zurück und mal wird das Ganze so ein bisschen dunkler dann an der Stelle. Das kommt aber immer ein bisschen auf die Einstellung vom Laser und natürlich auch auf den Kunststoff selbst von der Zusammensetzung her an. Dann habe ich nochmal ganz normal entsprechend auf einer glatten Pi-Platte und auf der Bamboo X1C-Platte, auf der Coolplate entsprechend nochmal was graviert und das kam einwandfrei raus. Also das kann man hier in Schwarz im ganz normalen PLA, das ist jetzt hier das Recyclingfabrik PLA, das kam wunderbar raus, da kann man auch hier unten wunderbar die Schrift lesen, diese Domain, die ich da drauf beschrieben habe. Was das ist, komme ich gleich nochmal zu. Und wie ihr da im Prinzip mitmachen könnt, komme ich auch nochmal zu. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe hier noch so ein bisschen carbonhaltiges Material. Also so Creality Hyper Series Carbon Filament, ja, mit Carbonfasern drin. Und habe das mal hier auf den Gravierer geschmissen. Und wie ihr sehen könnt, da sieht man nicht wirklich viel. Ja, also das ist halt wirklich von den Carbonfasern, würde ich schon fast sagen, geschluckt worden. Entweder hätte ich ein bisschen mehr Energie reinpumpen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber es hat nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe das mehrfach versucht mit mehreren Coins, aber die konnte ich dann alle jetzt im Prinzip in die Tonne treten. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, okay, das hilft mir nicht wirklich weiter. Das heißt also, die ganzen Carbonfaser-Coins gehen erstmal außen vor, genauso wie die silbernen, die ich hier schon gedruckt habe, wie ihr sehen könnt. Das ist zwar schade ums Material, aber die gehen halt ins Recycling, wieder zur Recyclingfabrik und dann finden die auch wieder einen neuen Anwendungszweck. Was hingegen sehr gut funktioniert hat, ich muss das mal ganz kurz gucken, wo ich einen habe. Hier habe ich einen mit einer texturierten Platte, ganz normal in einem ganz normalen PLA gedruckt. Ich denke, das ist jetzt das Isan PLA Plus oder wie es heißt. Und habe das Ganze auf einer strukturierten Oberfläche jetzt entsprechend graviert. Das hat wunderbar funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und jetzt sprechen wir mal ganz kurz drüber, was denn das überhaupt ist und was das mit euch zu tun hat. Ihr wisst, die Form Next steht bald vor der Tür. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, was man denn auf der Form Next mal noch so ein bisschen machen könnte, um euch so ein bisschen, naja, über die Messe zu heizen. Ja, um mal ein bisschen zu engagieren, euch mal eine Challenge zu setzen. Und dieser Coin ist jetzt nicht einfach nur so ein Testobjekt, wie ich mir gedruckt habe, zusammen mit jetzt hier so einer schönen Platte entsprechend, mit so einer schönen Schablone, wo ich die Coins einwandfrei reinlegen kann. Und die sind dann immer schön richtig ausgerichtet. Sondern das sollte natürlich auch eine kleine Challenge für euch sein. Und für diese Challenge habe ich mir überlegt, ich graviere hier verschiedene QR-Codes auf solch einen Coin drauf. So ein Coin sieht wie folgt aus am Ende. Also vom Material her entsprechend, vom Aufbau her sieht der so aus. Der hat ein kleines Scharnier. Er hat hier zwei Magnete drin, die sind dann entsprechend später euch, wenn ihr die anderweitig verwenden wollt. Und diese Coins werde ich überall auf der Form Next verstecken. Und ihr, wenn ihr auf der Form Next seid, wenn ihr die seht, steckt ihr euch den einen ein. Bitte immer nur einen. Und auf diesem Coin sind unterschiedliche QR-Codes drauf. Zum einen ist da natürlich das Makorama-Logo drauf. Zum anderen ist da aber auch ein Link
zur Makorama Nostri-Seite drauf. Ja, das ist eine Webseite, wo die verschiedenen Links zu unseren Webseiten und auch zu unseren Social-Media-Profilen drauf sind. Und da ist dann auch entsprechend ein QR-Code zu Nostr drauf, beziehungsweise zu einem Client von Nostr. Das ist ein Social-Media-Netzwerk, was dezentral ist, also ähnlich wie Bitcoin, ja. Und auf diesem Netzwerk könnt ihr euch mit einem Schlüssel einloggen. Und dieser Schlüssel ist auf dem letzten QR-Code, der dann auf der Innenseite dieses Coins graviert ist, drauf versteckt. Das heißt also, wenn ihr so einen Coin findet, scannt ihr diesen unteren QR-Code hier ein, habt dann entsprechend diesen Schlüssel, mit dem ihr euch auf der Plattform einloggen könnt, und dann schreibt ihr mich, also Makorama, auf dieser Plattform an und sagt, hey Maggie, ich habe den und den Coin gefunden, hier bin ich. Und damit sich das Ganze für euch auch ein bisschen lohnt und ihr ein bisschen Spaß dabei habt, könnt ihr dabei natürlich auch was gewinnen. Und zwar zum einen 2 Rollen ABS, Ethan ABS Plus, damit ihr euch selbst ein bisschen Zeug drucken könnt. Als zweiten Preis wird es eine Flasche Playclue geben und als dritten Preis könnt ihr dann nochmal mein Buch entsprechend bekommen. Alle anderen, die dann nochmal später kommen, die gehen nicht leer aus, die kriegen so eine Art Trostpreis. Und zwar habe ich ein bisschen was gedruckt, war auch Teil der Tageschallenge, der 100-Tage-Challenge, nämlich hier so ein, wie heißt das, so ein Einkaufswagen-Chip, den ich mit einem Bitcoin-Logo entsprechend versehen habe. Den könnt ihr euch einen Schlüsselbund dran machen oder sonst was in der Richtung. Da ist einmal das Bitcoin-Logo drauf und auf der Rückseite noch das Makorama-Logo drauf. Und der gehört dann entsprechend euch, wenn ihr mich anquatscht. Ihr seht schon, ich habe ein paar davon gedruckt, ein paar drucken noch drüben. Und dann könnt ihr das Ding mitnehmen. Das soll es auch für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, wie wir dann entsprechend für den X-Tool solche Schablonen basteln können, woran man da denken muss und wozu das dann überhaupt gut ist und wie man dann vielleicht sogar, naja, ich sag mal so, die Gravierfläche von der Größe her noch ein bisschen austricksen kann. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren. Vielen, vielen lieben Dank an meine Unterstützer auf YouTube und auf Patreon. Natürlich auch vielen, vielen lieben Dank an X-Tool, dass sie mir das Gerät bereitgestellt haben. Und vielen, vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, hodeln Sie rein, happy printing und ciao.